Mein Name ist Patricia Wunderlin, ich bin Tierärztin. Ich arbeite seit 6 Jahren hier für die Stiftung Fledermausschutz. Ja, der grosse Unterschied zu uns Menschen ist, dass uns wie der Sinn zum im Dunkeln sehen fehlt. Die Fledermaus im Gegensatz zum Mensch kann das eben mit ihren Ultraschallrufen und findet sich bestens zurecht in Dunkelheit. Also wir haben hier ein Modell, wo eine Fledermaus drin ist und ich hier aussen stehe. Und mit den Rufen können wir zeigen, wie die Informationen zurückkommen. Wenn die Fledermaus einmal ruft, hat sie ein Bild von mir. Wenn sie mehrmals ruft, kommen mehr Bilder zurück und sehr genauer. Wir demonstrieren das gerade mal vor. Demonstrieren. Also da haben wir so ein Bat-Scanner, das ist eben so ein Gerät, wo man die Ultraschalltöne einfangen kann. Das Gerät tut die in einen hörbaren Bereich für uns umwandeln. Und da hat es ein Mikrofon vor und sobald die Fledermaus Ultraschall aussendet, gibt es so einen Ton. Also wie jedes Klopfen ist ein Ton. Und wenn man natürlich zur Nacht bei so einem Gerät unterwegs ist, gerade an Gewässern oder am Wald dran, hört man natürlich von x Fledermäustönen und das schädert dann richtig. Jetzt hört man es wieder, wenn sie so klopft. Also wir sind hier in der Fledermaus-Notpflegestation im Zoo Zürich und wir haben hier unsere Findlinge. Das sind jetzt momentan 4, die wir haben. Das kann aber sein, dass wir hier bis 15 Fledermäuse haben. Im Winter haben wir viel mehr im Keller unten, wo wir auch überwintern. Die Findlinge sind in so Kisten gehalten. Die müssen sich momentan nicht gross bewegen, die müssen ja auch nicht rumfliegen, die werden ja von uns gefüttert, also sie müssen auch nicht jagen. Und es hat Fledermäuse mit Verletzungen, wo sowieso gut ist, wenn die sich ein bisschen stillhalten. Den Tag durch schlafen die da in diesen Kisten. Und ja, wir haben verschiedene Patienten, ich kann mal den ersten rausnehmen, das ist eine Weissrand-Fledermaus, die gebracht worden ist am Sonntag. Das ist eine Fledermaus, die Katze heimgebracht hat. Und ich lege ein Händchen an, damit mich das Tier nicht könnte beissen könnte. Das ist jetzt die Weissrand-Fledermaus. Ich tue sie zuerst, bevor ich sie füttere, anschauen, wie die Verletzung aussieht, ob das Fortschritt macht. Da sieht man vielleicht gerade noch den Flügel, der so aufgespannt ist. Die Fledermaus hat am Oberarm eine grosse Prellung, eine Blutung gehabt. Wahrscheinlich hat hier die Katze halt verwutscht. Die andere Seite sieht gut aus. Und wir haben sie eigentlich gar nicht zu lange in den Händen haben, sondern relativ schnell füttern, damit wir sie wieder zurück tun können. Die Fledermaus kann in einer Nacht bis ein Drittel von ihrem Körpergewicht fressen. Sprich, das sind etwa 1000 Mücken. Und bei uns so abgerechnet sind das jetzt etwa 20 Mehlwürme pro Mahlzeit, also pro Tag. Normalerweise werden die Fledermäuse zu Abend gefüttert bei uns, was etwas natürlicher ist. Wenn ich es nicht ein lässiges Tier fände, wäre ich nicht hier gelandet. ich finde es ein sehr spannendes Tier. Es ist das einzige Säugetier, das fliegen kann. Es hat so viele Spezialitäten. Und sie leben mitten unter uns und trotzdem sehen wir sie nie von nahe. Und ja, die vielen Spezialitäten, die sie mit sich bringen, macht es erst recht interessant.